willkommen zu einer neuen Ausgabe von News for You. Wie immer habe ich für euch die spannendsten Infos der Woche zusammengetragen, das kennt ihr mittlerweile. Unter anderem neueste Infos zum neuen Alien Covenant Film oder auch eine ganz interessante Info zu Heroes of the Storm 2.0 ist heute mit dabei. Und natürlich wie immer vieles, vieles mehr. Ich würde sagen, let's go mit den Film News. Erste News, Marvel. Kevin Feige, darum macht das Studio keine Rerated-Filme, Comic-Verfilmungen wie Deadpool oder Logan zeigen, dass Rerated-Filme an den Kinokassen erfolgreich sein können. Dennoch möchte Marvel-Chef Kevin Feige für das MCU keine drehen und nennt auch die Gründe dafür. Zitat, was ich aus diesen beiden Filmen mitnehme, ist nicht das Rerating, es ist das Risiko, das sie eingehen, die Chancen, die sie ergreifen, die kreativen Grenzen, die sie sprengen. Das sollte für jeden das daraus zu ziehende sein, so Feige. Humor ist der Schlüssel für das MCU. Naja, ich würde mal sagen, schauen wir mal, ne? Logan und Deadpool haben ja auch gezeigt, dass es wunderbar funktioniert. Nächste News, Star Wars 8. Darum hat der Regisseur Kylo Rens Narbe im Gesicht geändert. Der erste Teaser-Trailer zu Star Wars, die letzten Jedi, zeigt auch die Rückkehr von Gegenspieler Kylo Ren. Vielen Fans fühlen die Veränderung seiner Narbe auf. Jetzt nennt der Regisseur Rian Johnson den Grund. Regisseur und Autor des Films Rian Johnson stellt sich nun via Twitter den Fragen der Fans und liefert auch gleich die passende Erklärung für die neue Narbe. Zunächst bekräftigt er, dass es seine Entscheidung war. Demnach hätte die Narbe laut Johnson quer über den Nasenrücken einfach komisch ausgesehen. Deshalb habe er sie leicht angepasst. Jetzt verläuft sie über das rechte Auge. Ihr könnt im Hintergrund übrigens sehen, vorher, nachher. Was euch dabei besser gefällt, müsst ihr selber sehen. Nächste News. Alien Covenant. Neue Bilder enthüllen Neomorph und einiges mehr. Kurz vor Kinostart zu Ridley Scotts Alien Covenant werfen neue Bilder einen ersten genauen Blick auf die neue Alienform Neomorph und zeigen einiges mehr. Bei mir gibt es aber nur jetzt das eine Bild, weil alles andere wäre eventuell zu heftig Spoilerei. Darauf ist erstmals die neue Alienform Neomorph abgebildet, der biologische Vorgänger zum legendären Xenomorph aus seinem Kultfilm Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt von 1979 mit Sigourney Weaver als Alan Ripley. Tja, das waren kurz und knapp die Film-News heute. Wir gehen natürlich gleich weiter zu den Gaming-News und es geht auch gleich zackig weiter, nämlich mit World of Warcraft. Zeitwanderungsraids, Tanzpartys und mehr mit Patch 7.2.5. World of Warcraft bekommt mit Patch 7.2.5 einige neue Inhalte. Allen voran wird es Zeitwanderungsraids geben. Kehre sozusagen zurück in den Schwarzen Tempel. Der etwas kleinere Zwischenpatch bringt allen voran die Zeitwanderungsraids ins Spiel. Diese sollen ähnlich wie die Zeitwanderungs-Dungeons funktionieren. Es werden also alte Raids erneut spielbar und die Spielercharaktere werden entsprechend herunterskaliert. Die Raids sind für 10 bis 30 Spieler konzipiert. Die Anmeldung erfolgt über das Dungeon Tool. Finde ich eigentlich eine ganz nette Sache, aber es ist ein bisschen arg viel Recycling in letzter Zeit. Ja, das muss sich Blizzard auch gefallen lassen. Die kleine Kritik. Gut, nächste News. Dead Island 2. Zombie-Shooter lebt. Neues Lebenszeichen. Die Arbeiten an dem Zombie-Shooter Dead Island 2 sind wohl noch nicht eingestellt. Darauf deutet eine aktuelle Stellenanzeige des Entwicklers Sumo Digital hin. In den vergangenen Monaten ist es ziemlich ruhig um den Zombie-Shooter Dead Island 2 geworden. Das letzte echte Lebenszeichen stammt immerhin vom November des vergangenen Jahres. Doch allen Unkenrufen zum Trotz geht die Entwicklung wohl weiter. Darauf lässt zumindest eine aktuelle Stellenanzeige des Studios Sumo Digital schließen. Dort wird derzeit ein Tester für die Qualitätssicherheit gesucht. Naja, warten wir mal ab, was passiert, ne? Nächste News. Alien Swarm Reactive Drop. Kostenlose, erweiterte Version erscheint heute. Auf Steam erscheint heute die überarbeitete Version Alien Swarm Reactive Drop des kostenlosen Koop-Shooters. Die neue Version des Spiels von 2010 erhält damit auch endlich den lang vermissten Steam Workshop Support. Ich sage, besser spät als nie. Wenn es kostenlos ist, warum nicht, nimmt man gerne mit, würde ich sagen. Nächste News, Overwatch. So wird in Zukunft ein Unentschieden aufgelöst. Blizzard Entertainment und auch die Spieler sind mit dem neuen System bei Unentschieden in Overwatch nicht ganz zufrieden. Daher wird derzeit eine neue Mechanik auf dem PTR-Server getestet.
Und das soll sich künftig ändern. Diese Änderung besagt, dass ein Team bei der Einnahme eines Punktes den Fortschrittsbalken mindestens auf 33% bringen muss, um ein Unentschieden überhaupt vermeiden zu können. Aktuell ist dazu lediglich 1% notwendig. Nächste Blizzard News, und zwar Heroes of the Storm 2.0. Blizzard verschenkt tolle Einsteigerpakete mit 20 Helden. In nur wenigen Tagen, am 25. April, erscheint das große Update 2.0 für Heroes of the Storm. Zu diesem Anlass wirft Blizzard mit kostenlosen Helden um sich. Man kann sich eins von vier Paketen mit 20 Gratis-Helden aussuchen. Jeder, der das Spiel bis zum 22. Mai startet, bekommt einige kostenlose Edelsteine. Mit denen lassen sich Helden, Lootboxen und Booster kaufen. Wie es der Zufall so will, bekommt man zudem exakt so viele geschenkt, wie man für eines der neuen Helden Bundle mit ganzen 20 Charakteren braucht. Cool, oder? Nächste News. Total War Warhammer DLC Blood for the Blood God gilt auch für den Nachfolger. Wer bereits den DLC Blood for the Blood God für Total War Warhammer besitzt, muss sich für den Nachfolger kein Blood and Gore Pack mehr kaufen. Die Download-Erweiterung gilt für beide Spiele. Ich sage, sehr gut, endlich mal keine doppelte Abzocke. So, durch sind wir auch schon mit den Gaming News. Ich sage mal hopp hopp zu den Technik News. Nintendo Switch Analysten rechnen mit Mini-Version der Konsole. Eine kleinere Variante der Nintendo Switch würde sich laut Analysten sehr gut verkaufen und könnte bis 2019 erscheinen. Denkbar wäre eine kleinere Nintendo Switch als Ersatz für den Nintendo 3DS Handheld. Inwieweit die Analysten mit ihrer Vorhersage richtig liegen, werden wir wohl erst in einigen Jahren wissen. Bisher hat Nintendo noch nicht zu ihren langfristigen Plänen mit der Switch oder dem 3DS verraten. Nächste News, AMD RX 400 Upgrade. Durch BIOS Update zur RX 500. Basteln auf eigene Gefahr. Da es sich bei AMDs neuen RX 500 Karten nur um auf höhere Taktraten optimierte Polaris Grafikkarte handelt, lässt sich per BIOS Update die Leistung auch auf älteren Karten freischalten. Dabei läuft die Karte aber deutlich außerhalb der Spezifikation. Also wer sich das traut, ne, ihr könnt dann halt so quasi eine neue Grafikkarte draus basteln. Mehr oder weniger. Gut, nächste News. Nvidia Volta, eventuell schon im Herbst 2017. Bisher kündigten Nvidias Roadmaps die GPU Generation namens Volta für das kommende Jahr an. Neuen Spekulationen zufolge könnte Nvidia den Termin auf Ende 2017 vorziehen und mit einer neuen Profikarte aus der Tesla-Serie starten. Eine Nvidia Tesla auf Basis von Volta als GV100 ist für dieses Jahr daher tatsächlich realistisch. Ein Desktop-Ableger für Gamer hingegen eher weniger. Man darf also gespannt sein. So, kommen wir nun auch schon zum Top der Woche. Es geht heute wieder rucki-zucki hier durch, kurz und knackig wie es sein soll. Und zwar folgendes. Der Top der Woche. Publisher auf Kuschelkurs. Was EA, Ubi und Co. zum Umdenken gezwungen hat. Die großen Konzerne entscheiden, in welche Richtung sich die Spielelandschaft entwickelt. Oft genug finden Spieler diese Richtung gar nicht gut, inklusive mir. Aber 2017 läuft einiges anders. Wenn man so bedenkt, was einige Publisher so für einen Mist verzapft haben, zum Beispiel Always On Zwang, abstürzende Server etc. pp., ist es ja wohl klar, dass die Gamer auf die Barrikaden gehen. Und schlechte PR kann sich ja auch kein Unternehmen wirklich lange leisten. Und dadurch, dass wir, die Käufer, schlechte Gamer, auf die Barrikaden gehen, zu Recht, wohlgemerkt, sind die Publisher gezwungen, umzudenken. Und dieses Phänomen, ich nenne es auf die Fans hören, findet im Moment auf diversen Stellen statt. Beziehungsweise an diversen Stellen. EA gibt Premium-Pass-Besitzern in Battlefield 1 die Chance, ihre Freunde mit auf die DLC exklusiven Karten zu bringen. Ein Ende der Community-Spaltung durch teure Kartenpakete? Ubisoft beschließt pauschal, Multiplayer-DLCs für Rainbow Six, Siege, For Honor, Watch Dogs 2 und Co. künftig komplett kostenlos zu veröffentlichen, um das Geld über optionale Kosmetik-Shops wieder reinzuholen. Die jährlichen Release der Marke Assassin's Creed gehen zurück, stattdessen nehmen sich Publisher Kreativzeiten, um die eigenen Qualitätsstandards neu auszutarieren. Und dafür, dass die Publisher endlich umdenken, gibt es von mir dafür den Daumen hoch, Top der Woche. So,
last but not least, natürlich wie immer, der Flop der Woche. Und dieses Mal muss man sagen, ganz klar geht das an den BVB-Bomber Sergej W. Und zwar haben sie ihn endlich geschnappt und das ist der Mann, der eine ganze Fußballmannschaft töten wollte. Und das Ganze aus einem ganz widerlichen Motiv heraus, nämlich Geldgier, pure Geldgier. Sein Plan war es nämlich, die Mannschaft zu töten und so die Aktien des BVB in den Keller stürzen zu lassen. Vorher hat er aber noch drauf spekuliert, natürlich. Dafür, und dass er billigen noch mehr Menschen verletzt oder hätte töten können, sollte er meiner Meinung nach für immer weggesperrt werden. Dafür gibt's ganz klar den Daumen runter, Flop der Woche. Entschuldigt Leute, ich hab gerade einen Frosch am Hals, sorry. Aber, ja, das war's mal wieder mit einer Wahnsinnsausgabe. Ich hoffe natürlich, ihr hattet eine gute Unterhaltung meinerseits. Und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin alles Gute und bye bye. Macht's gut, euer F4NetGaming.tv. Ciao, ciao.